Tagchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Produktpräsentation. Es war wieder soweit. Es war wieder soweit. Born Pretty hat mir 5 Produkte zugeschickt, wovon ich eins schon habe. Und zwar ist das dieses, ja, Snowflakes. Das war dieses UV-Gel. Ich finde diesen Look sehr schön für Wintertage. Der würde jetzt auch auf meinen Nägeln gut passen. Das war der, wo diese Schneeflocken drin waren. Also natürlich nicht Schneeflocken, aber diese Pigmente von Weiß und dem Farbspiel von Holo Flakes. Warum der jetzt doppelt mitkam, weiß ich nicht. Mal gucken. Das war ja das, was ich euch vorigen Monat schon vorgestellt habe. Ich meine, das ist total süß. Sieht wirklich schön aus. Wir können es ja mal jetzt hier zum Beispiel für den Magnetic-Teil benutzen. Sieht schon süß aus, keine Frage. Aber das ist einfach auch sehr winterlich angehaucht, ne? Dann muss ich nämlich jetzt keinen neuen beschmattern. Klar, kann man jederzeit tragen. Aber ich finde, das ist so mehr winterlich angehaucht, sehr frosty. Das ist der Versiegler, ganz normal, durchsichtig, damit euer Farbgel einfach auch versiegelt wird. Gibt ja noch die Varianten in matt, die trage ich auch sehr, sehr gerne matt. Und das war jetzt nochmal ein glänzender Topcoat. Dazu habe ich mich sehr gefreut, weil bei meiner Nagellänge hat man nicht wirklich viel von so einer Flasche. Des Weiteren gehen wir jetzt über zu diesem Sea Blue Cat Magnetic Gel. Das ist das, was ich hier drauf habe und ihr werdet so einzelne Sequenzen sehen. Deswegen auch mein Look heute sehr passend zur Kerze, ist mir vorhin aufgefallen, in einem türkis angehauchten Cat Eye. Ja, man hat hier auch so ein bisschen verspieltes Perlmutt drin, ja. Die sind natürlich jetzt wieder extrem lang geworden. Aber so hatte ich auch schön Spielfläche für das Utensil, für diesen Magnetic-Stab. Und die Sequenz seht ihr wahrscheinlich jetzt nachfolgend. Um so ein Magnetic-Gel zu verarbeiten, braucht ihr natürlich einen Magnetstab. Den gibt es in verschiedenen, ja, Versionen. Manchmal habt ihr einen Stab, also ich zeige euch mal einen. Die gibt es auch in der Version, dass ihr einfach nur so eine Spitze habt vorne. Und hier für das Kettauge, das berühmte, zeige ich euch gleich. Oder mit dieser Seite könnt ihr dann so eine Streifen machen. Je nachdem, wie ihr das gerade ranhaltet. So, empfehlen würde ich immer, den vorher zu schütteln. Und dann seht ihr das hier. Eine Schicht auftragen oder auch eine zweite Schicht. Ja, das ist euch überlassen, aber der deckt ganz gut auf naturfarbenem Untergrund. So. Und dann können wir mal das Auge machen. Dafür haltet ihr diesen Punkt einfach ran. Oh, entschuldigt. Und dann habt ihr unter Umständen, könnt ihr da mit rumspielen, die magnetischen Anteile hin und her schieben, bis ihr sagt, okay, das gefällt mir. Und wenn ihr merkt, ihr seid irgendwie nicht so zufrieden, also das Katzenauge beinhaltet ja wirklich immer diesen Streifen, wenn ihr Katzen seht, gerade nachts, ne? Und wenn ihr sagt, ach nee, ist nicht so gelungen, könnt ihr das nochmal überstreichen und nehmt euch dann einfach, wenn ihr den senkrecht setzt, habt ihr den Streifen richtig akkurat. Auch hier könnt ihr damit rumspielen. Nur vorne. Nur hinten. Müsst ihr mal gucken, wie euch das gefällt. So. Noch einmal, damit ihr das versteht, dieses Prinzip. Hier sind magnetische Partikel enthalten und die könnt ihr mit dem Gegenpol sozusagen immer wegschieben. Ihr könnt den auch so halten, dann habt ihr den quer oder so wie ich gestern, dann habt ihr ihn diagonal dran. Je nachdem. Das kommt dann zum Aushärten in die Lampe.
Und dann zeige ich euch das nochmal an einem Clear-Tipp. Da habt ihr dann so einen Jelly-Effekt, also etwas durchsichtiger. Sieht man trotzdem sehr, sehr gut. Wenn euch das nicht reicht, könnt ihr natürlich auch da noch ein zweites Mal rübergehen, ne? Ansetzen. Aufpassen, dass ihr mit dem Magnet nicht auf das Gel kommt, und dann sieht das Ganze so aus. Auch ab in die Lampe zum Aushärten, und dann wird das Ganze versiegelt. So, das war jetzt erstmal das Magnetic. Dann gab es einen Topcoat, der ist zum Überzug da, dass ihr eine glänzende Schicht habt und den UV-Lack versiegelt habt, also eure Farbe. Natürlich gibt es davon auch matte Varianten. Dann haben wir hier, ein Gel oder ein Jelly Nude Gel. Warum Nude, weiß ich nicht. Ist aus der Nude oder Nude Serie. Das ist aber ein dunkles Rot und so. Sag mal, hat mein Sohn irgendwie einen Klatsch mich? Ey, da sind bestimmt schon gefühlt 10 Minuten. Das ist hier ein rotes, das habe ich euch auch aufgetragen auf einem Clear-Tipp und auf einem Natur-Tipp, damit ihr da die Unterschiede so ein bisschen von der Deckkraft sehen könnt, ist ja auch sehr wichtig. Dann nehmen wir dafür die Ansicht Clear und auch Natur, damit ihr den direkten Vergleich seht. Dann bin ich ja mal gespannt. Bin ich im Bild? Wann bin ich denn heute hier immer so weit weg? Na komm schon. Aha, ein Bordeaux-Rot. Oh wow. Also auf Natur. Sieht wirklich aus wie so Sirup. Würde ich wahrscheinlich zweimal, wobei bei dem ersten Mal deckt das auch. Das ist wie so eine schöne Bernsteinfarbe. Je nach Lichteinfall seht ihr da so. Ja, sieht echt aus wie Gelee. So wie der Name sagt, Jelly. Und wenn ihr dann die Version auf einem Clear-Untergrund lackiert, dann habt ihr da natürlich wirklich einen Gummibären-Effekt. Sieht bestimmt ganz cool aus mit Glitzer. So, das sind die zwei Varianten. Auch total schön aushärten. Rein in die Lampe. Und wir haben hier Reflective Glitter. Ein Herz. Ein Augenschmaus, ja. Dafür hat jeder ein Herz. So rum wollte ich sagen. Das ist das, wenn ihr den Blitz anschaltet für Fotos oder irgendwie für Lichtquellen. Dass man dann da besonders die funkelnden Diamantsplitter, so kann man es eigentlich sagen, treffend. Der macht mich wahnsinnig, mein Sohn. Es funkelt, es überall, als ob ihr wirklich tausende von Partikel an Glitzer habt. Es ist richtig schön. Das, was immer so ein bisschen schade ist, dass es im Tageslicht natürlich da nicht ganz so wuchtig wirkt und man hat ja jetzt nicht ständig ein Blitzlicht bei. Aber wenn der passende Lichteinfall kommt, so Lichterquellen oder auch tagsüber in der Sonne, dann sieht man da schon hervorragend dieses Ergebnis. Das habe ich euch auch abgefilmt, und die Sequenz dürftet ihr dann jetzt wahrscheinlich gleich hier an- oder nachfolgend sehen. Ihr Lieben, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ach doch, Reflective Glitter. Ach, das ist ja das, wo ihr, wenn ihr mit Licht und Blitz arbeitet, da ein ewiges Spektakel seht. Der Hammer. So, jetzt haben wir das erstmal ausgehärtet. Das sind die zwei Cat-Eye-Varianten auf Natur und Clear. Dann nehmen wir einen Deko-Tipp. Und dann werde ich euch das Ganze gleich mal zeigen. Mega schön. Diesmal sind hier bunte Pigmente drin. Aber eine Wucht. Hauptfarbe ist so Gold. Ein
Mega schön. So, und jetzt mache ich mal den Blitz an. Dann seht ihr nämlich auch gleich den Unterschied. Auf Fotos mit Blitz hättet ihr dann wirklich so ein Wahnsinnsergebnis. Wenn man nah rangeht, seht ihr bestimmt auch diese bunten Punkte oder die bunten Pigmente. Ja, wenn man nur aufs Display glotzt. Wahnsinnig schön. Also wie tausende von Diamantensplitter. Ganz, ganz schön. Da habe ich mich gefreut, dass ich den bekommen habe. Den hatte ich übrigens auch als Untergrund, bevor ich das Blau rübergezogen habe. Hier unten sieht man es. Habe ich ganz vergessen. Weil es ja verschiedene Magnetutensilien gibt. Ich würde aber bevorzugterweise wirklich die nehmen, die ihr so aus dem Standardsortiment kennt. So, mein Sohn freut sich seines Lebens heute wieder. Das ist schön. Seht ihr das? Ah, okay. Ja, aber das kriegt ihr eben auch mit dem anderen hin, ne? Okay, wenn wir jetzt hier eine Kurve reinlenken. Ja, sieht ein bisschen kurviger aus, bilde ich mir ein. Aber es ist dann auch immer so ein Glücksmoment. Ja, also das lieber nicht. Holt euch dieses ganz normale Utensil. So, das war's. Das waren die 5 Produkte. Also viel gab es jetzt nicht zum Vorstellen, weil Topcoat ist halt Topcoat. Durchsichtig und zum Versiegeln da. Und für den Glanz. Und die andere Sorte hatte ich schon. Ja, es war jetzt hier nichts bei, wo ich irgendwie hätte was aufbauen können. Ansonsten habe ich sehr viel Spaß mit dem Magnetic Gel gehabt. Und ja, ist mal auch wieder was Neues. Ich glaube, ich hätte selten zum Cat Eye jetzt gewählt oder gegriffen, wenn es jetzt nicht bei gewesen wäre. Aber so gefällt mir das gerade momentan ganz gut. Mal gucken, wie lange ich das drauf lasse. Ist ja bei mir auch immer so ein Ding. Ich sehe mir Dinge schnell satt, ja. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Aber ich glaube, ich kann nicht meckern, denn ich habe genug zur Auswahl, wo ich farblich dann wechseln kann. Dankeschön, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Alle Links, wie immer, wenn ihr fragt, stehen in der Infobox, soweit es mir möglich ist und ich die Links bekomme. Manchmal geht auch da immer bei der Kommunikation was schief in den E-Mails. Und ja, ansonsten wuschelt euch einfach bei Bond Pretty durch. Da findet ihr dann unter dieser Seriennummer meistens auch immer das passende Produkt. Also Jelly Nude Gel Polish ist die Reihe mit dem Gel. Dann haben wir Set Blue. Nee, Sea Blue Cat Magnetic Gel. Das muss ja dann auch unter den magnetischen sein. Topcoat, wisst ihr Bescheid. Wir haben hier die CG 106 für das Spektakel mit den Flocken und diesen Holo-Pigmenten. Und wir haben Reflective Glitter Gel mit der FB S05. Etwas golden, ihr Lieben. Mua! Macht's gut, vor allen Dingen bleibt schön gesund. Bis bald, vielleicht nehme ich euch mal wieder mit an den Nageltisch. Ja, irgendjemand hat sich ja gewünscht, dass ich die ganzen Gele mal zeige oder Farben. Ne? Ich muss jetzt demnächst sowieso eigentlich mal wieder so, wie nennt man das im Laden? Inventur machen. Da passt das eigentlich, dass ich das mitdrehe, aber das wäre wirklich ein ganz, ganz langes Video, wo ich die Farben einzeln auftrage, um zu gucken, welche Farbe ist das, ist die brauchbar, ist die schon leer, ist die umgekippt. Da könnte es ein XXXXL-Video werden, wenn ich dann mal nächstes Wochenende vielleicht Zeit habe, weil das wird echt so ein bisschen aufwendig, aber auch einschläferisch, ne? Also ihr könnt nur sehen, wie ich Farben auftrage und ja, mal gucken, wenn ihr dazu Lust habt, gerne. Bis bald.